Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie Sie einen anderen Computer fernsteuern und einen einfachen Dateiaustausch mit einem speziellen Dienstprogramm einrichten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Bei Benutzern, die für einen PC arbeiten, ist es manchmal erforderlich, eine Remote-Verbindung mit einem anderen Computer herzustellen. Wenn Sie beispielsweise zu Hause sitzen, müssen Sie eine Verbindung zu einem funktionierenden PC herstellen, eine Datei abrufen, die Sie gerade benötigen und so weiter. Oder Sie müssen Freunden oder Verwandten helfen, ein Computerproblem aus der Ferne zu lösen, ein Programm installieren oder konfigurieren, um einen Virus zu entfernen und so weiter. Es ist auch sehr wichtig, dass das Programm für solche persönlichen Zwecke kostenlos war und nicht registriert werden musste. Laden Sie es einfach herunter, installieren Sie es und machen Sie sich sofort an die Arbeit. TeamViewer ist dafür ein gutes Werkzeug. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass das Programm für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch kostenlos ist. TeamViewer ist eine Komplettlösung für Fernzugriff, Fernüberwachung und Fernunterstützung, die mit fast allen Desktop-Computern und mobilen Plattformen kompatibel ist, einschließlich Windows, macOS, Android und iOS. Mit TeamViewer können Sie Computer oder mobile Geräte überall auf der Welt remote verwenden, als würden Sie sie direkt verwenden. Dieses Programm ist sehr einfach zu bedienen, auch wenn Sie ein Anfänger sind, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, es zu verwenden. Gehen Sie also zur Programmwebseite und laden Sie das Programm herunter. Kostenlose Download für den persönlichen Gebrauch. Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus. Wie Sie sehen, muss das Programm nicht installiert werden. Wählen Sie einfach Ausführen und markieren Sie, wie Sie es verwenden möchten. Wenn Sie es fortlaufend verwenden möchten, ist es natürlich besser, die Installation zu wählen. Wenn dies eine einmalige Verwendung ist, wählen wir nur Ausführen. Im Hauptfenster des Programms sehen Sie die Identifikationsnummer Ihrer Computer-ID und Ihr Passwort. Um eine Verbindung zu Ihrem PC herzustellen, müssen Sie diese Daten Ihrem Partner gemeldet werden. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, benötigen Sie die ID und das Passwort Ihres Partners. Geben Sie die ID in dieses Feld ein und wählen Sie den Verbindungstyp aus, Fernbedienung oder Datei übertragen und klicken Sie auf Verbinden. Dann erscheint das Feld Passwort. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf den Login. Das ist alles. Sie haben erfolgreich eine Verbindung zu einem Remote-Computer hergestellt und können dessen Desktop sehen. Genauso können Sie auf Ihrem PC gelangen. Geben Sie einfach Ihre ID und Ihr Passwort ein. Nachdem Sie die Dateiübertragung ausgewählt haben, erhalten Sie Zugriff auf die Datenträger des Remote-Computers und können Informationen von diesen kopieren, aufzeichnen und löschen. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Senden oder Empfangen. Danach beginnt sofort die Übertragung. Unten sehen Sie den Ausführungsstatus. Wie Sie sehen, können Sie Dateien umbenennen, Ordner erstellen und ausgewählte Objekte löschen. Benachrichtigungen über erfolgreiche Dateiübertragungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem Sie sich registriert und ein Konto erstellt haben, können Sie das Programm leichter verwenden. Nach der Registrierung haben Sie ein gutes Konto mit Ihrer konstanten ID und einem Passwort. Und damit können Sie ganz einfach einen ständigen Zugriff auf die Computer einrichten, die Sie benötigen.
Beispielsweise können Sie von zu Hause aus zu einem Arbeitscomputer wechseln. Und von einem Arbeitscomputer zu Ihrem Heimcomputer müssen Sie nur den Computer einschalten. Insbesondere auf einem Remote-Computer muss TeamViewer nicht ausgeführt werden. Nach der Installation des Programms funktioniert der TeamViewer-Dienst ständig im Betriebssystem. Wie ich bereits sagte, muss das Programm für den ständigen Gebrauch installiert werden. Führen Sie das Installationsprogramm aus. Wählen Sie bei der Installation Installieren, um diesen Computer später remote zu verwalten und persönliche, nicht kommunizierte Verwendung. Danach wird angeboten, den unkontrollierten Zugriff auf Konfigurieren. Klicken Sie auf Weiter, geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort an. Weiter. Erstellen Sie kostenlos ein TeamViewer-Konto. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Weiter. Öffnen Sie zur Bestätigung die Mailbox und folgen Sie dem Link. Wenn Sie das Programm starten, verfügt dieser Computer über eine permanente ID und ein Kennwort für das Konto. Sie können in den Programmeinstellungen auch ein anderes Passwort festlegen. Wir gehen zur Registerkarte Sicherheit. Hier können Sie bei Bedarf jederzeit einen unkontrollierten Zugriff mit Passwortschutz konfigurieren und legen Sie entsprechend Ihr Passwort fest. Und um mit wenigen Klicks eine Verbindung zu einem Remote-Computer herzustellen zu können und nicht mit Passwortwörtern herumzuspielen, setzen wir die Marke für einen einfachen Zugriff. Durch Verknüpfen des PCs mit Ihrem Konto können Sie von verschiedenen Geräten aus damit arbeiten. Von der mobilen Anwendung Ihres Smartphones, von einem Programm auf einem anderen PC oder einer Web-Schnittstelle in einem Browser. Bei jeder dieser Methoden können Sie die Aktivität von Remote-Geräten überwachen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Im Browser können Sie sehen, ob sich der Remote-Computer im Netzwerk befindet und eine Verbindung herstellen, wenn er aktiv ist. Um das Programm nicht ständig auf einem PC auszuführen, können Sie den Download mit einem System in Einstellungen aktivieren. Erweitert Optionen allgemein beim Start von Windows ausführen. Sie können Ihren Computer auch mit einem Mobiltelefon steuern. Sie benötigen nur Zugang zum Internet. Sie müssen nur die Anwendung installieren und sich anmelden. Neben der Fernsteuerung eines Computers mit diesem Programm können Sie Videokonferenzen durchführen, eine Bildschirmdemonstration einschließen, Videoanrufe tätigen und chatten. Es gibt einen praktischen Zeitplan für zukünftige Konferenzen, mit deren Hilfe Sie den bevorstehenden Videoanrufen vorausplanen können. Mit TeamViewer können Sie einfach Ihren Workflow vereinfachen oder Ihren Verwandten helfen, Ihren PC remote zu konfigurieren. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.